Was ist die Idee hinter Helium Vola? Welche musikalischen Ziele hast du dir dafür gesetzt? Die Grundidee ging eigentlich eher von den Texten aus. Also ich habe mir mittelalterliche Lyrik gesucht, wollte natürlich das hauptsächlich, also natürlich sehr viel songkompatibles Material natürlich erstmal sammeln, also erstmal gucken, woraus kann man da überhaupt Songs machen. Ja, es hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, dass ich auch wieder die Verbindung mit Elektronik machen wollte, mit Mittelalter. Ja. Und dann ist das, ist jetzt lieb, dass du jetzt nicht gleich mit Kantal wieder angefangen hast wie alle anderen, das ist total nett. Aber es ist, die mittelalterliche Melodik, die eignet sich für mich sehr gut für die Elektronik auch. Also ja. das geht einfach sehr gut zusammen. Also so spätromantische Harmonien, wie man sie vor 100 Jahren, oder Jazzharmonien, wie man sie heute verwendet, sind für mich viel schwieriger so umzusetzen und klingen auch in der Elektronik und vor allem bei verzerrten Sachen so nicht so klar. Also ich kann das jetzt ganz schwer sagen, aber es gibt so eine unheimliche Schlichtheit und so eine Einfachheit in der mittelalterlichen Musik, die sich für mich einfach spontan anbietet, für so Liebe an den Mittelaltergedichten und auch an den Mittelaltermelodien, an der Melodik, in einen Rahmen zu stellen, der das irgendwo meiner Meinung nach noch deutlicher macht. Mhm. Na, sprich, also auch moderne Samples, auch durchaus auch mal Zitate, ein Gedicht von einem französischen Autor, der auch für mich irgendwo in dem Zusammenhang gut reinpasst. Es hat sich wie so ein Puzzle dann ergeben. Also ich bin jetzt nicht an die Gedichtsuche mit einem großen Generalstabsplan gegangen. Der Name Helium Vola, was bedeutet er? Wie bist du auf den Namen gekommen? Warum hast du ihn gewählt? Ich wollte das Projekt Helium nennen, ursprünglich. Ja. Das ist für mich so, das ist, auf der einen Seite ist es ein technischer Begriff für ein Edelgas, auf der anderen Seite ist es auch der Inbegriff für irgendetwas, was leichter ist als die Luft, was hochfliegt, was irgendwie nach oben zieht. Es war für mich auch ein bisschen das Symbol für einen gewissen Idealismus, ich habe ein bisschen schwierige Jahre gehabt, würde ich mal sagen, die letzten Jahre, aus vielen Gründen, beruflich und privat, und habe eigentlich in dem Projekt Helium Vola auch wieder so den alten Idealismus wiedergefunden. Und von daher war für mich der Name Helium wunderbar. Nur war jetzt leider so, dass es schon eine Band gibt, die Helium heißt. Aha. Eine Gitarrenband, die auch ziemlich gut sind. Und dann wollte ich noch so einen ähnlichen Begriff dazu, und Vola heißt Flieg, das ist italienisch. Mhm. Ja, das hat für mich, ich habe da lange rumgebastelt nach geeigneten Wortzusammensetzungen, aber das finde ich, das passt für mich wunderbar zusammen, und ja, jetzt steht der Name. Gut. Das Album ist in sehr weiten Teilen sehr sphärisch und verträumt. War es ein bewusstes Ziel, die Musik unter diese Gedichte bewusst anders zu machen, als du bisher vertont hast? Oder siehst du es gar nicht so als krasse Änderung zu dem, was du musikalisch bisher geschaffen hast? Eigentlich nicht unbedingt, nö. Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Es hat sich von der Arbeitsweise her einiges geändert. Es sind ja jetzt bis zu 5 Sänger bei dem Projekt dabei. Insofern war ich vielmehr gezwungen, das vorzubereiten. Das heißt, also ich muss in Noten schreiben, vielmehr muss ja auch das Ganze, auch die Musik irgendwie, muss das Ganze ein bisschen strategischer angehen, so. Also ich muss einfach besser und mehr vorbereiten, auch für die Instrumentalisten. Und von daher hat sich dann stilistisch auch ein bisschen was anders ergeben, würde ich sagen. Ja. Von der Stimmung her würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da bewusst was anderes machen wollte. Eigentlich nicht, ne? Das hat sich, versuche immer in der Stimmung sehr dem zu folgen, was ich
was ich beim Lesen des Textes empfinde. Also danach richte ich mich. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, ich will jetzt eine Platte in dem und dem Stil machen, sondern was bedeutet mir diese Lyrik? Und dann ergibt sich das Bild. Ja. Wie war die Arbeitsweise? Hast du das Material zunächst komplett ausgearbeitet, bevor du Vokalisten dazugenommen hast? Oder hast du schon mit den Vokalisten zusammengearbeitet, um die Stimmen komplett auszureizen? Nee, ich hab das erstmal ausgearbeitet, habe Noten ausgedruckt und habe denen sehr früh dann schon auch die Noten geschickt und auch so musikalische Strukturen auf Band, ne? Also noch nicht die fertigen Stücke, aber ja. so ganz einfache Arrangements davon, ne? Mhm. Sodass sie also schon sehr genau wussten, wo es im Prinzip lang geht. Und dann ging es halt an im Studio. Und natürlich haben wir dann auch rumprobiert, also speziell natürlich mit Sabine, die ja das meiste singt, ja. Wurde dann schon also auch geändert und wurde immer wieder versucht, das noch dran rumzufeilen. Also das ist ja ganz wichtig. Ich wollte auch, aber das werde ich dann eben beim nächsten Mal planen, alle mal zusammenzubringen und einfach mal wild drauf los zu improvisieren. Mhm. Also das werden wir sicher auch nochmal machen. Das ging jetzt irgendwie aus Termingründen nicht, weil die sind alle so ausgelastet, sind ziemlich gut im Geschäft alle. Ja. Wird Helium Wohler deiner Meinung nach ein Projekt sein, das längeren Bestand hat, oder ist es eine in sich geschlossene Geschichte? Ja, also es ist so, ich habe noch genügend Material, das reicht auch fast noch für eine weitere CD. Ich wollte ursprünglich ja auch eine Doppel-CD machen, aber das hat dann einfach ging einfach aus Termingründen dann nicht mehr. Mhm. Und im Nachhinein muss ich sagen, Gott sei Dank, weil es so doch sehr geschlossen worden ist. Ja. Also insofern wird es wahrscheinlich schon ziemlich bald noch eine weitere CD geben und ich hoffe doch, dass das Projekt weitergeht. Mhm. Plant ihr auf Tour zu gehen? Jetzt sagen wir so, ich bin im Moment total mit Lakaien jetzt im Moment beschäftigt. Das geht jetzt auch noch so den Oktober durch und danach habe ich ein bisschen Luft und den Kopf frei und dann werde ich mir Gedanken machen, weil es ist sehr die Frage, man muss auch ein bisschen abwarten, wie die Platte läuft, ja, in welchen Rahmen, in welcher Größenordnung ich das machen kann. Also eines der Probleme zum Beispiel ist ja, dass da 5 Sänger dran beteiligt sind. Mhm. Und das ist jetzt eben die Frage, bringt man das alles auf die Bühne, macht das auch überhaupt Sinn, ne? Mhm. Mit allen auf die Bühne zu gehen, mit Instrumentalisten, so, also muss man da schon sehr viel Gedanken machen, wie es passieren kann. Aber ich würde es gern machen, grundsätzlich ja. Mhm. Nachdem du jetzt ja dein neues Soloprojekt draußen hast und auch Alexander seine neue Soloplatte veröffentlicht hat, kommt ja nun, wie du gerade schon sagtest, auch neues Material von den Lakaien. Ja, ja. Wann ist damit zu rechnen? Single wird im Mitte Oktober veröffentlicht. Mhm. CD kommt im Januar, glaube ich. Ja. Also die muss ich auch jetzt schon die nächsten Wochen fertig haben. Also das ist jetzt eigentlich schon in der Endphase inzwischen. Sind da schon irgendwelche Fakten letztendlich, wie die Musik werden wird, die du schon verraten möchtest, oder möchtest du dich da noch ganz bedeckt halten, bis das Album herauskommt? Ich bin gespannt auch, ja. Es wird vielleicht stilistisch ein bisschen mehr in die Breite gehen, schätze ich mal. Mhm. Es sind so stilistisch noch so Einflüsse, also nicht, sie ist, glaube ich, soweit ich das jetzt beurteilen kann, nicht so geradlinig wie die Kasmodia. Ja. Und ich glaube auch, dass uns das ganz gut tut, ne? Denn ich meine, es ist ja natürlich schon eine Gefahr, nach so vielen Jahren Lakaien und nach dem, was man uns immer sagt, ihr habt eben euren Stil und so, dass man jetzt schon anfängt, sich zu sehr zu wiederholen. Ja. Ja. Also das ist so etwas, also ansonsten kann man das selber, weißt du, man ist leider sehr betriebsblind. Wenn man selber Sachen bearbeitet und abmischt und so, dann ist man hinterher ganz überrascht über die Reaktion von anderen Leuten, weil man es ja, weil man das selber völlig anders aus der Arbeit raus einfach sieht oder beziehungsweise hört. Mhm. Nicht? Also was mir aufgefallen ist, dass Alexander besser als je zuvor gesungen hat. Ja. Das habe ich jetzt schon mal festzustellen, weil da sitze ich ja dann ein bisschen außen erstmal, ne? Ja. Aber die Arrangements, man wird sehen. Gut, dann lass mich das mal überraschen. Mhm. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, auch eines deiner Soloprojekte akustisch umzusetzen, wie es seinerzeit mal mit den Lakaien war? Mhm. Ja.
Das ist eine ganz, das ist eigentlich eine gute Frage. Also das ist ja, ich habe mir, nee, ich werde mir Gedanken machen. Gut, dass du das sagst, also gerade bei Helium. Doch, das wäre vielleicht sogar ein ganz interessanter Weg. Ja. Na, schau, schau, ja. Was bedeutet das Internet für dich als private Person und für dich als professionellen Musiker? Also als professionellen Musiker habe ich, naja, sagen wir mal so, ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis. Also für mich ist das Internet, also als jetzt direkt als Berufsmusiker nicht so wichtig. Also ich bin in keinen, Chats oder in keinen, es gibt ja auch so gemeinschaftliche, es gibt ja auch so Jam Rooms, wenn man es so bedeuten kann. Also gemeinschaftliches Musizieren, Austausch von Kompositionen, von Material und so weiter. Also da habe ich überhaupt nichts damit zu tun, weil ich, wie gesagt, auch mit meinem Musikrechner überhaupt nicht am Netz bin. Mhm. Ist mir auch lieber so irgendwo, schon ein bisschen auch aus Sicherheitsgründen. Ich meine, Gott, da wird wahrscheinlich viel übertrieben, aber na, es ist ganz angenehm, dass der da so ganz separat da seine Arbeit macht. Ja. Ja, Gott, und ansonsten das Netz, also für mich ist es, ich persönlich benutze es hauptsächlich zur Information. Also ich tummle mich da in Suchmaschinen und versuche irgendwie mit Begriffen irgendwas rauszufinden über irgendjemand, irgendwelche Namen eingeben und so, also dafür ist es mir. Für mich ist es so ein bisschen eine Suchmaschine irgendwo des Internets. Ne? Gelegentlich auch mal was für einen Urlaub mal finden. Das sind so die Dinge, also die E-Mailerei selber zum Beispiel mache ich nicht mit größter Begeisterung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich festgestellt habe, dass ich inzwischen auch wahnsinnig viele Mails kriege, die ich dann doch von vornherein wegklicke oder wo es dann wieder ewig lang dauert, bis irgendwelche Bilddateien drin sind und dies und das, also das ist für mich ein bisschen so ein, naja. Ich nehme an, dass das auch ein bisschen anders werden wird, wenn es schneller wird, aber wahrscheinlich ist dann die Datenflut einfach nur noch größer, das wird sich wahrscheinlich wieder aufheben. Eben. Wie bist du eigentlich von deiner klassischen Musikausbildung zu der Musik gekommen, die du heute machst? Also das hat damit zu tun, dass ich schon während dem Studium, naja, überhaupt auch aus jugendlicher Alt, auch immer gerne auch Rockmusik gehört habe. Also es war immer so bei mir im Hinterkopf, dass ich das mal zweigleisig machen möchte, dass ich als klassischer Musiker auch nebenher dann Rockmusik mache, beziehungsweise auch umgekehrt vielleicht, ne, nebenher Klassik. Aber ich habe dann gemerkt, das geht einfach nicht. Man kann es nicht zusammenbringen, das geht zeitlich einfach nicht. Entweder macht man das eine oder das andere. Und das war eben dann damals diese New Wave-Zeit, 82, 83, war ich dann auch selber endlich so weit, dass ich mich dann den Mut genommen habe und mir ein eigenes Studio eingerichtet habe und der klassischen Musik dann Ade gesagt habe. Ich wollte es immer machen. Es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass 1983 die Sachen billiger geworden sind speziell. Also da ist zum Beispiel gerade mal die erste 8-Spur-Maschine rausgekommen, die man bezahlen konnte und so. Das sind halt alles die Voraussetzungen für die Arbeit gewesen. Es ist gerade in diesen Jahren so für einen Normalo bezahlbar geworden, sowas zu machen. Ja. Was für Equipment hast du eingesetzt auf der Helium Vola? Naja, also so die Sequencer-Zentrale ist Mac, ein G4 mit Logic Audio, eine Motu-Karte. Ich habe auch inzwischen schon ein bisschen Plugins, für Helium Vola habe ich überhaupt keine Plugins drin, für Lakaien jetzt, aber für Helium noch nicht. Ansonsten habe ich ja reichlich Synthesizer, also das hat sich ja so über die Jahre angesammelt. Ich habe ja schon vor 20 Jahren meinen ersten Synthesizer gekauft, damals einen Roland SH5, dann einen PPG Wave 2,2, pardon. Oberheim Expander, das waren meine ersten Geräte, alles. Das waren damals schon ganz schöne Schiffe, furchtbar teuer natürlich. Ne? Die habe ich auch jetzt noch. Und ich habe sehr viele alte Teile. Also mein Lieblings-Synthesizer ist ein Teil, das heißt Oscar, mit C geschrieben, Oscar. Ein englischer monophoner Synthesizer, der fürchterlich krank klingt, also der ganz wunderbar ist.